Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wie ihr seht, bin heute nicht nur ich dabei im Greenscreen, sondern auch die liebe saftiges Gnu. Was geht, Alter? Hallo! Und ihr seht noch eine wunderschöne Sache. Gnu hat tatsächlich keinen Skin und ihr Mitspieler Benny auch nicht. Dafür haben Nike und ich hier die OG-Skins ausgepackt, denn wir werden heute ein kleines Experiment starten, meine Freunde. 50 OG-Skins versus 50 No-Skins. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, welches Team hier dominieren wird. Wir teilen uns jetzt noch zwei Räume auf. Das Team von mir kriegt auch 48 Mitspieler und diese 48 Mitspieler nehmen wahlweise einen Skin. Im besten Falle sogar einen OG-Skin. Kann natürlich sein, dass nicht jeder einen hat. Also das kann auch mal sein, dass da einfach ein Dude mit einem normalen Skin rumläuft. Und bei Gnu im Team sind nur No-Skins. Wir werden dann Battle fighten, bereiten uns darauf vor und dann schlagen wir quasi zum Angriff. Und Gnu, ich würde sagen, ihr, ja, bereitet euch einfach auf den Angriff vor, okay? Ja, drückt mal alle ready. Machen wir, okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns bereit. Und Likey, du kannst schon mal runtergehen, den Leuten sagen, dass sie auf nicht auffüllen die Teams machen sollen. Ich gehe schon mal runter zu meinem Team, Gnu. Wir sehen uns in-game. Wir schalten ein bisschen zwischen den Perspektiven hinterher. Vielen Dank erstmal an Benny und Likey. Und jetzt geht's los. Also, aber wo landen wir überhaupt jeweils? Runter zu meinem Team. Das müsst ihr entscheiden. Hier die Leute, allen Skin reinknallen. Ja, im besten Falle sogar OG-Skin. OG-Skin ist Schwarzer Ritter, Weihnachtself, Skull Trooper, Renegade Raider, der ganze Kram. Ja, Leute, also gönnt euch den OG-Skin rein. Okay, Gnu, wir landen in Pleasant Park und ihr in Paradise Palms. Okay, Team, wir landen gemeinsam in Pleasant Park. Bitte, passt auf, nehmt euch Waffen. Ihr dürft alle töten, die keinen Skin haben. Das ist ganz wichtig. Jeder, der keinen Skin hat, wird von unserem Team getötet. Jeder, der einen Skin hat, wird nicht getötet. Wer Likey oder mich jetzt tötet, wird dementsprechend gebannt wegen Stream-Sniping. Und das wollen wir nicht. Team, wir landen in Pleasant Park, ja, looten Waffen und dann machen wir es auf den Angriff gefasst, okay? 50 OG-Skins bzw. 50 Skins versus 50 No-Skins. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden. Auf geht's. Wenn ihr einen Skin hier seht, in Paradise direkt killen. Genau. Skins werden getötet. Und teilt den Loot miteinander. Guckt, dass jeder genug Loot und Materialien hat, ja? Ganz wichtig, ganz Leute. Wichtig, Material. Wir brauchen wirklich eine Menge Materials, Leute. Das ist wirklich, wirklich wichtig. So. Gleich mal hier wunderschön die Kiste öffnen im Bett. Helft euch gerne aus mit Waffen und holt euch ganz viel Material. Verwundet euch jetzt nicht gegenseitig, es sei denn, ihr seht einen No-Skin. Wenn ihr einen No-Skin jetzt in dieser Stadt seht, dann dürft ihr ihn töten. Ist das klar? Das ist ganz wichtig. Jeder No-Skin muss sterben. Wir können auch mal gucken, wie die Zone sich verhält und dann können wir gerne uns auch eine fette Base bauen. Wir warten erstmal, bis die Zone kommt und erst je nachdem, wie die Zone ist, werden wir bauen oder nicht. Also jetzt noch nichts bauen, erstmal abbauen. Wir sind Team Skins und wir töten alle No-Skin. Ah, hier sind sie ja schon alle. Guck mal hier. Jammern, Digga, Hammer. Seele und auch ich brauche eine Waffe. Okay, bei mir ist schon ein No-Skin, den muss ich umbringen. Genau, Leute, denkt dran, wenn ich tot bin, ist das Spiel vorbei. Ich darf nicht umgebracht werden. Die Sache ist, woher wisst ihr, wer ich bin? Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin ein dunkelhäutiger Skin mit kurzen Haaren. Ich bin eine Frau. Ich schieße einmal in die Luft, aber das wird euch eh nichts bringen. Ich schieße besser nicht in die Luft, dann wisst ihr, wer ich bin. Soll ich dir was sagen, Gnu? Wir haben den gleichen Skin. Jemand eine Waffe für mich? Hat jemand eine Waffe für mich? Ravi. Meine Waffe. Danke. Ach, danke. Meine Waffe. Danke, danke. Ihr seid die Besten. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Okay, Leute, Materialien farmen. Skins, Alter, holt euch Materials. Ich sehe hier Skull Trooper. Ich sehe hier Renegade Raider, habe ich eingesehen. Ich sehe ganz viele Battle Pass Skins aus Season 3. Auf geht's, Leute. OG for the win, let's go. Wir sollten auf dem Weg noch nach Tilted. Kommt, alle nach Tilted verschieben. Nach Tilted verschieben, Leute. Wir sollten Tilted noch mitlooten. Wir sollten Tilted definitiv mitlooten. Unterwegs wirklich so viele Mats farmen, wie es geht. Und wenn jemand eine Heavy Sniper oder sowas findet, auf Ehre, die würde ich nehmen. Nacht ein bisschen drauf beim Abbauen, dass ihr euch nicht gegenseitig Pickaxe. Richtig, genau. Andale, andale. Clara hat gesagt, kommt das ins Game. Kommt, Gnulis. Folgt mir über den Hügel, Gnulis. Wir gehen alle zu Megamall. Team, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nach Tilted und dann direkt nach Dusty verschieben, weil in Dusty ist Hot Drop. Und in Hot Drops, ja, gibt es immer richtig geilen Loot. Die anderen laufen gerade Richtung Salty. Also müssen wir schauen, wo die jetzt hinlaufen. Wir müssen hier einen Win reinkassieren, ja. No-Skins dürfen kassieren, ja. No-Skins müssen kassieren. Schön aufteilen, Alter. So, Gnulis, stürmt die Megamall, klaut alles, was euch gefällt, nehmt euch Sneakers mit in Schuhgröße 37 und gönnt euch. Denn G steht nicht für gönnen, sondern für Gnu. Irgendwie seid ihr voll schnell am Looten. Ich habe schon wieder nichts, Gnulis. Ja, die Gnus sind ganz schön eifrig hier. Alles weggeputzt. Ich hole mir mal die Combat hier. Darf ich die Combat haben, John Wick? Dankeschön. Beeilt euch, lootet komplett Tilted durch, Leute. Oh, danke dir, Bruder. Ehre. Krass. Alle nach Dusty, alle schnell nach Dusty aufschließen, Leute. Lass uns hier den Slipstream nehmen nach Dusty. Und dann holen wir uns in Dusty noch den Power-Loot, Leute. In Dusty gibt es nämlich den ganzen geilen Loot von den Drohnen. In Dusty, wie gesagt, wenn ihr einen Heavy-Sniper findet, boah, da würde ich so drauf geiern, Leute. Bin ich ehrlich, Alter. Oh. Oh. Wenn jemand einen Heavy-Sniper von euch hat, das wäre der größte Ehrenmove der Welt. Ich hoffe, ihr habt alle genügend Mats, denn jetzt geht's los, Leute. Es wird ernst. Es wird gerade nochmal ernst. Okay, ich sehe, ihr habt auf jeden Fall alle genügend Mats gefarmt.
Hat jemand noch ein bisschen Shotgun-Munition für mich? Shotgun oder AR-Munition? Jemand Rocket-Munition? Maybe noch Shotgun oder AR? AR? Jemand AR-Munition? AR? Hilfe! Auf geht's. Let's go. Auf geht's zum Angriff. Hat jemand einen Heavy-Sniper, die er loswerden möchte? Nee, ne? Gut, Leute. Da vorne sind sie. Da vorne sind sie. Wir müssen angreifen. Kommt. Let's go. Okay, Leute. Zusammenbleiben, zusammenbleiben, zusammenbleiben. Ganz wichtig. Die verschieben hier rüber. Hier vorne sind sie alle. Direkt S. Direkt bei Süden. Direkt bei Süden. Alle mal Richtung Wüste. Vertraut mir. Und dann Richtung Fatal. Von der Wüste aus Richtung Fatal. Jetzt nicht direkt Raid, weil dann werden wir geraped. Zum Angriff, Leute. Zum Angriff. Kommt schon. Wir räuchern sie alle. Die sind alle aufgesplittet. Die sind alle aufgesplittet. Stürmt die No Skins. Auf geht's. Okay, jetzt hunten wir sie von hinten. Wir hunten sie von hinten. Die sind nicht alle auf einer Stelle. Passt auf, Leute. Jetzt haltet Ausschau. Der Feind ist jederzeit bei euch. Macht euch bereit für den Kampf der Kämpfe. No Skins versus Skins. Oh Gott, Leute. Oh. Vorsicht. Oh Gott, Leute. Jetzt wird's ernst. Leute, wo seid ihr alle? Ja, nicht gegenseitig euch töten. Nur die No Skins, Leute. Ich glaube, ich weiß, wohin die verschieben wollen. Hier vorne 165 ist schon einer. Der muss sterben. Der muss sterben, Leute. Hab ihn. Alle in den Slipstream rein, Leute. Und dann Zeit zum Angriff. Die sind hier vorne, die sind hier vorne. Kommt her. Okay, die sind oben auf dem Berg, die sind oben auf dem Berg. Die haben High Ground. Vorsichtig, 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 Leute. Oh Gott, Leute. Nein, wir sind mittendrin. Hilfe. Scheiße. Nein, meine Inulis sterben alle. Festung bauen, Festung bauen, Festung bauen, Festung bauen. Bau deine Burg, bau deine Burg, bau deine Burg. Okay. Und dann wirklich nur pieken, wenn ihr sicher seid, dass ihr sie trefft. Lasst ihre Munition verschwenden. Vorsicht, Achtung, Airstrike, Airstrike, Airstrike. Vorsichtig. Die pushen uns, die sind dumm. Boah, bin so gelasert worden. Kommt, Leute, wir verlieren das sonst. Wir wollen es gewinnen, wir wollen es gewinnen. Wir müssen zeigen, dass wir Oldie Skins das können. Okay, nicht offen pieken, nicht offen pieken. Die haben Sniper. Die fliegen hinter uns. Die fliegen hinter uns in dem Airstream. Baut euch ein, ganz wichtig. Da vorne ist Gnu. Ich sehe nicht, wer Skin ist und wer nicht. Ich sehe aber nur No Skins, um ehrlich zu sein. Gnulis, ihr dominiert. Ich brauche Hilfe. Ich bin gleich down. Ich bin gleich down schon, Likey. Ja, ich bin in deiner Nähe, alles gut. Baut mich mal kurz ein, bitte. Baut mich mal ein. Sehr gut. Okay, protect mich. Wir haben schon gut welche wegrasiert. Kommt, wir müssen weitermachen. Bleib zusammen. Nicht aufgeben, Leute. Okay, ich bin wieder voll. Danke dir für die Shadowbombs. Sehr wichtig. Oh, sorry. No Skins jagen. Los, komm schon. Nein, ich bin tot. Jetzt musst du noch überleben, sonst haben wir verloren. Hab noch einen. Gnu ist down. Bleib schön zusammen. Die können sich alle holen. Oh, da oben drin ist einer. Direkt über dir, Peter. In dem hohen Gebauten über dir. Direkt über uns hier vorne. Direkt hier. Kommt mit mir. Oben ist einer drin. Der ist low. Zone kommt. In die Zone rein. Kommt schon. Verschieben. Zusammenbleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Wo sind meine Skins, Leute? Ich sehe euch nicht. Oh mein Gott, Digga. Ja, ich werd gelasert oder was. Natürlich. Ich bin tot. Ja, Digga. Ich hab keine Teammember mehr. Ich hab keinen mehr bei mir. Ich hab keinen mehr bei mir und keine Heals. Bist du echt alleine? Ey, unser Team hat so reingeschaut, Mann. Oh mein Gott. Team, ey, was habt ihr gemacht? Ja, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Also, ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, wir haben echt verloren, ne? Ey, unser Team war aber auch so schlecht, Alter. Die sind die ganze Zeit, haben sich aufgesplittet oder sowas. Oh, Digga. Guck mal, die sind die ganze Zeit bei Gnu und Benny geblieben, Alter. Ja, die haben es halt richtig gemacht. Egal, die sind alle ins Holz, die holt sie euch. Komm, wo sind meine Skins? Sind das alles noch No-Skins? Das sind alles noch No-Skins. Hey, das kann doch nicht sein. Wie schlecht war denn unser Team? Boah, das wäre ja richtig übel, wenn das sind. Hey, das war ja richtig schlecht, Alter. Oh mein Gott, als ob unser Team so schlecht gewesen ist. Ey, das ist ja ultra peinlich, Alter. Alter, ist das peinlich. Ja, aber sind keine von meinen Skins mehr übrig? Deswegen gucken wir mal. An alle, die noch leben, kommt mal bitte in den weißen Kreis von Salty Springs und tötet euch nicht. Wir wollen mal gucken, wie viele es, ob es noch irgendwo einen Skin gibt, der überlebt hat. Ey, unser Team war so unglaublich schlecht, Mann. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Die haben nur Scheiße gebaut. Unfassbar, es sind nur noch No-Skins. Ich habe selber 5 Kills, aber die haben nichts gemacht die ganze Zeit. Die haben nichts gerafft. Ich hab 4. Dann überleg mal, das sind 9 Kills, dann ist das ein Großteil von dem, was du gewonnen hast. Ja, dann ist das ein Fünftel vom gegnerischen Team. Ja. Ach komm, Revi, letztes Mal hast du doch gewonnen. Lass den kleinen No-Skins doch mal den. 23 No-Skins. Geil, Mann. Ey, was hat denn unser Team gemacht, Alter? War das peinlich, Mann. Digga. Ja, Leute, das war's von diesem Video. Ich glaube, das Experiment ist damit fehlgeschlagen. No-Skins sind definitiv besser als Skins. Ihr habt's gesehen. Unser Team war komplett lost. Also, ich meine, wir hatten selber halt also einen Großteil der Kills. Deshalb, Likey, Props gehen raus an uns an der Stelle. Ey, wir haben's versucht. Das Ding ist auch, mein Team ist mir die ganze Zeit nur hinterhergelaufen. Die haben halt nicht gekämpft. Die haben's nicht verstanden, glaube ich. Die haben's nicht gerafft. Meine ja auch, aber ich habe dann am Ende die ganze Zeit nur hinter uns hergerannt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist Psychologie, also, du darfst sie nicht so anschreien. Du musst lieben. Ich hab dir nicht angeschrien. Es war richtig organisiert. Ich wollte gerade sagen, es war
war echt organisiert. Bis zur Kampfhandlung, Alter. Dann haben sie komplett reingeschmissen. Sie haben es einfach nicht hinbekommen. Sie haben es einfach nicht hinbekommen. Ey, 20%, ja? Das Gegner-Teams haben Like und ich weggemacht. Und den Rest hätten die wohl selber hinbekommen müssen. Team, was war da los? Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Gnu vorbei. Nächstes Mal holen wir uns das Ding. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.